RNA-DNA-genetische Impfstoffe, ein Thema, das uns seit Wochen beschäftigt, die sogenannte oder befürchtete Impfpflicht oder dass eben nur eine Impfung helfen wird, vor allem mit dieser neuartigen Impfweise. Ja, hallo meine lieben Zuseher, schön, dass du heute hier wieder mit dabei bist bei diesem unglaublich wichtigen Thema. Vorweg, ich bin einfach kein Virologe, ich bin kein Arzt, kein Biochemiker, ich bin auch kein Epidemiologe oder komme aus einer ähnlichen wissenschaftlichen Richtung. In diesem Falle bin ich einfach nur ein kritischer und sehr, sehr besorgter Mensch, der sich mit diesem Thema schon länger auseinandersetzt und dieses jetzt einfach mal so aufbereitet, dass sich ein jeder sein eigenes Bild machen kann und nicht nur auf alles blind vertrauen muss, was denn von da oben so daherkommt. Ja, nach dem Intro beschäftigen wir uns damit, wie bisherige konservative Impfstoffe funktionieren, was denn nun der Unterschied zu diesen neuen gentechnisch veränderten RNA-DNA-Impfstoffen sein wird und wie diese vor allem wirken, wo diese im menschlichen Körper eingreifen und welche Gefahren dahinter stecken. Vorab ein paar Fakten. Grundsätzlich müssten neue Impfstoffe 5 Jahre lang getestet werden, um als halbwegs sicher zu gelten. Gates möchte diese Zeit auf 1,5 Jahre verkürzen und räumt auch gleichzeitig ein, dass es schon sein kann, dass hier auch gesundheitliche Spätfolgen auftreten können. Gates ist auch der Meinung, auch hat sich Virologe Thorsten ähnlich geäußert, dass die Pharmaindustrie aus der Haftung genommen werden muss, dafür die Politik, also die Gesellschaft selbst haften sollte. Gates ist kein Virologe, kein Arzt oder sonstiger Wissenschaftler und steht trotzdem ganz oben an der Speerspitze dieser ganzen Agenda, Virus betreffend und Impfpflicht. Und viele namhafte Virologen warnen schon lange vor den Gefahren dieser neuen Impftechnologie. Funktionsweise der bisherigen Impfstoffe. Ja, meine Lieben, zuerst muss man wissen, dass es beim Impfen darum geht, die körpereigene Immunantwort anzukurbeln, um mit den schädlichen Viren umgehen zu können, um Antikörper zu bilden. Das geschieht mit lebenden oder toten Viren, welche in den Organismus eben injiziert werden. Tote Viren können zwar keine Krankheitssymptome auslösen, doch ist die Immunantwort auch ziemlich schwach, sodass man eben Aluminiumsalze in den Impfstoff fügen muss, um eben die Immunantwort zu verbessern. Sowie gibt es dann auch noch Quecksilbergaben, um das Ganze zu konservieren. Bei Totimpfstoffen muss man einfach wesentlich öfter nachimpfen als bei Lebendimpfstoffen. Impfungen mit Lebendimpfstoffen sind zum Beispiel eben auch Mumps, Masern, Röteln, Windpocken und Lebendimpfstoffe lösen Krankheitssymptome aus. Ja, und um Viren einfach heranzuzüchten, die man für die Lebendimpfstoffe logischerweise braucht, benötigt man eben auch lebende Zellen. Und das sind logischerweise in der Regel Tierzellen. Ja. So viel zu den herkömmlichen Impfstoffen. Diese kann man in der Regel auch kritisieren, sollte man auch. Doch hier hat man zumindest noch die Möglichkeit, die Giftstoffe wie Aluminium und Quecksilber wieder aus dem Körper zu bringen. Dazu braucht es natürlich die richtigen Entgiftungsmaßnahmen, aber die Chance besteht, das Ganze wieder rauszubringen. Doch im Vergleich zu der neuen Impfstoffgeneration wird das schwierig bis eigentlich unmöglich, denn hier geht es nicht darum, den Virus in den Organismus zu bringen, der dann eben die nötige Immunantwort auslöst, sondern hier geht es darum, eine gentechnisch veränderte Boten-RNA in die menschliche Zelle zu bringen, welche dann dafür sorgt, dass die richtigen Proteine gebildet werden, um eben eine Immunantwort zu bekommen. Und diese Proteine haben ähnliche Eigenschaften als das Virus selber, das eben dann bekämpft werden soll. Das heißt also, hier werden keine Viren in den Organismus gebracht, sondern die menschliche Zelle durch DNA-Manipulation dazu gebracht, eine Immunantwort eben zu bilden. Das heißt, oder besser gesagt, die Hoffnung ist, dass der Körper lernt, eben dann die notwendigen Antikörper gegen das Virus zu bilden. Ja, damit dieser Impfstoff nun nicht nur ins Blut kommt, sondern auch in die Zelle gelangt, bindet man die RNA-Nanopartikel. Ja, und Nanopartikel möchte man ja auch nicht unbedingt in seinen Zellen haben. Das ist nun der entscheidende Unterschied
zur herkömmlichen Impfung, wie sie bisher erfolgt. Hier wird einfach wesentlich tiefer in den menschlichen Organismus eingegriffen als bisher und ich würde es einfach mal Genmanipulation nennen und genauso kritisch, wie wir bei genmanipulierter Nahrung sind oder noch wesentlich kritischer sollten wir logischerweise bei dieser neuen Art von Impfung sein. Auch bei der Gennahrung haben wir einiges erreicht. Hier muss man das Ganze eben kennzeichnen. Wir können es uns selber aussuchen. Und hier, wo es wirklich direkt um den Körper geht, wo es direkt um die Manipulation der Zelle geht, hier sollten wir nicht mehr gefragt werden. Das ist schon sehr, sehr kritisierenswürdig. Ja, und warum sollte man hier einfach sehr, sehr vorsichtig und kritisch sein? Es gibt einfach noch keine Langzeitstudien, was jetzt auch speziell Covid-19 betrifft. Das Ganze ist quasi ein Schuss ins Blaue, ein Experiment, das auf dem Rücken vieler oder eigentlich aller Menschen auf diesem Erdball ausgetragen wird. Es wird schon ein paar Ausnahmen geben, die sich davon ausschließen, aber das kann man sich eh vorstellen. Ja, man weiß bisher jedoch, dass durch eine Einmalimpfung die Immunantwort nicht wirklich sehr, sehr groß ist und es werden deshalb auch mehrere Impfungen nötig sein. Und was man eben auch schon weiß, dass durch die Integration der veränderten RNA in die menschliche Zelle Onkogene aktiviert werden können, also das Krebswachstum gefördert wird und gleichzeitig werden die Antikrebsgene, welche also das Tumorwachstum normalerweise eindämmen sollen, ausgeschalten. Ja, weiter können bei RNA-Impfungen unkontrollierbare, sprich Autoimmunkrankheiten überhaupt nicht ausgeschlossen werden, wie man bei der Schweinegrippe, also SARS, schon beobachten konnte. Die Vermutung liegt also nahe, dass gerade geimpfte Personen wesentlich anfälliger auf Virenkrankungen sein werden, da eine gewisse Toleranzanpassung zu beobachten ist und die Coronaviren ja auch dafür bekannt sind, dass sie sehr schnell mutieren. Das bedeutet dann natürlich, dass jährlich mehrfach geimpft werden muss. Das ist dann quasi ein Spießrutenlaufen, wo die Impfung wohl eher immer hinterher sein wird, also immer hinter den neu mutierten Viren. Wie sinnvoll das Ganze ist, kann man sich selber ein bisschen zusammendenken. Ja, meine Lieben, wir wissen ja schon länger, was dem einen zum Nachteil ist, jemanden anderen meistens zum großen Vorteil. Und dieses Video sollte vorwiegend dazu dienen, damit ein jeder einfach mal weiß, was es eigentlich bedeutet, sich impfen zu lassen. Viele Menschen haben leider einfach noch so ein blindes Vertrauen in die Obrigkeit, in die Politik, in die Medizin und Wissenschaft. Doch all diese Informationen, die auch dank Internet freigelegt werden, sollten zumindest einmal zum Nachdenken anregen. In diesem Video handelt es sich um Fakten. Ja? Die Frage ist, die sich ein jeder selber stellen muss, bin ich bereit, dieses Risiko dieser genmanipulierten Impfung einzugehen? Wir wissen, der Druck, sich impfen zu lassen, war noch nie so groß wie diesmal und deshalb ist es auch unglaublich wichtig, sich mit den richtigen Informationen fit zu machen. Denn Wissen ist Macht, beziehungsweise bedeutet Eigenermächtigung. Man muss einfach mal klar haben, schlussendlich geht es immer nur darum, dass unser Körper die geeignete Immunantwort auf krankheitserregende Viren findet. Und hierbei ist einfach mal die natürlichste, indem man so lebt, dass der Körper ein gutes Immunsystem entwickeln kann. Und das kann er eben nur, wenn er immer wieder die nötigen Gegenspieler dazu hat und schlussendlich auch die Möglichkeit hat, durch eine Virusinfektion selbst die nötigen Antikörper bilden kann. Die zweite Möglichkeit ist eben, den Menschen künstlich mit Viren zu infizieren und daraus Antikörper zu entwickeln. Und die dritte Möglichkeit ist eben jetzt, die Zellen so zu beeinflussen, dass sie selbst virenähnliche Reaktionen auslösen, in der Hoffnung, eine geeignete Immunantwort zu bekommen, mit all diesen Risiken, die überhaupt noch nicht abschätzbar sind. Ja, und erwähnenswert ist natürlich auch, obwohl ich auf dieses Thema jetzt ganz, ganz bewusst verzichtet habe, dass die dritte Möglichkeit, die mit Abstand am finanziell günstigsten herzustellende und lukrativste Möglichkeit ist, also hier am meisten wohl bringen wird. In dem Sinne, meine Lieben, bildet euch eure Meinung, lasst mir einen oder mehrere Daumen hoch da, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und schaut auf meine Seite bewusst gesund bei Geo, bewusst gesund, Geo6 Lebensmut.at, so lautet sie richtig.
Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, bleibt gesund. Wenn ihr es noch nicht seid, dann werdet es auf jeden Fall. Wir sehen uns. Baba, ciao, tschüss und servus, euer Guillaume.